Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, heute schauen wir uns wieder ein Fahrzeugwunsch an. Wieder Twiff, wieder du wählst, ich fahre und auch wieder der Hinweis, wer sich ein Auto wünschen will, der kann dies über das entsprechende Twiff-Formular tun, welches in der Videobeschreibung verlinkt ist. Heute knüpfen wir uns mal den Lycan Hypersport vor, denn haben sich ja über 60 Leute gewünscht und davon ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte in Performance-Aufbau. Und etwas weniger als die Hälfte in Maximalaufbau, aber es hat sich so tatsächlich so in der Waage gehalten. Also so echt so mehr oder weniger 50-50. Und deswegen werde ich heute wieder so eine 2-in-1-Folge machen. Das heißt, wir werden sowohl Performance als auch Maximalaufbau machen, wobei der Maximalaufbau-Part wieder am Ende sein wird und auch wieder etwas kürzer ausfallen wird. Also gehe ich davon aus, weil der Performance-Aufbau-Part halt natürlich ein bisschen länger geht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier gerade vor der Entscheidung, weil ich die Konsole gerade erst angeschmissen habe, zwischen fahren, also rausfahren oder ins Festival rein. In dem Fall fahren wir jetzt mal, weil ganz, ganz viele, das finde ich echt interessant, ganz, ganz viele haben geschrieben, ja, fahr ihn erstmal bitte Serie, bevor du Performance oder Maximalaufbau oder irgendwas machst. Und das mache ich doch gerne. Dann fahren wir den mal Serie. Wir sind den ja mal ganz kurz auf unsere Teststrecke mal schon mal gefahren. Da sind wir auch eine Zeit von, das kann ich gerade nochmal schnell nachgucken. Hallo, Boss. Dieser Fahrer ist in aller Munde. Wäre das nicht was für deine Aufstellung? Ja, da sind wir eine 257585 gefahren und wären von unseren ganzen Fahrzeugen sind wir da auf Platz 27 von über 70. Also auf dem vorderen Mittelfeld, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, also schlecht ist es nicht. Aber hat sich eigentlich auch ganz gut gefahren, das Fahrzeug. Und ich meine, da steckt ja auch ein deutscher Motor drin. Ne? Das ist nämlich ein Motor von Ruf drin. Ein Boxermotor ist hier verbaut. Und ich finde, man hört es auch ein bisschen raus, dass da ein Boxermotor drin ist. Und das ist auch irgendwie cool. Ich muss ja sagen, zum Lycan, ich fände ihn optisch tatsächlich sehr, sehr geil. Ich gehe einfach mal Fotomodus, da kann man das am besten zeigen. Ich fände ihn optisch tatsächlich sehr, sehr geil, wenn er ein bisschen breiter wäre. Ich finde, er ist halt links und rechts einfach viel zu schmal. Er müsste breiter sein. Einfach nochmal so, ja, vielleicht 5 bis 10 Zentimeter pro Seite breiter. Dann würde der einfach viel flacher, viel böser wirken. Und dann wäre, finde ich, optisch richtiges Brett. So ist er zwar auch nicht schlecht, muss ich sagen, optisch. Gerade an der Front, Heckpartie ist ein bisschen spezieller. Aber er ist halt, ja, das Schmale ist, finde ich, ein bisschen schade, muss ich sagen. Und ich denke auch mal, wenn das Fahrzeug ein bisschen breiter wäre, ein bisschen breiter Radstand ist es ja nicht, aber ja, ein bisschen breiter einfach von den Rädern und so weiter, würde auch die Kurvenspeed, die Kurvenperformance ein bisschen besser sein. Und ja, weil das ist so quasi das größte Manko an dem Fahrzeug, meiner Meinung nach. Das Fahrzeug hat zwar Power ohne Ende, aber halt, er kann es halt nicht so richtig gut in die Kurven umsetzen. Also hier in Horizon geht es alles eigentlich noch ganz gut, aber man sieht, wir sind ja auch schon den Lycan in Forza Motorsport 6 gefahren und da, ja, da merkt man es dann schon deutlich, dass er deutliche Defizite in der Kurvenspeed, auf der Bremse und so weiter hat. Und das werden wir definitiv auch angehen im Performance-Tuning, dass wir da explizit mehr in Kurvenspeed, in Bremsen und so weiter investieren müssen, um einfach das auszugleichen. Power ist eigentlich genug da. Also ich weiß nicht, ob ich am Motor so viel ändern werde. Und beim Maximalaufbau, da können wir ja dann sowieso volle Kanüle gehen. Da geht es ja eh wieder mehr um Leistung als um Performance. So, da vorne haben wir noch ein Fahrzeug, was wir noch nicht abfotografiert haben. Das ist auf jeden Fall eine Z06, aber anscheinend irgendeine spezielle, weil eine normale Z06, ups, das war das Falsche, eine normale Z06 sollte ich ja eigentlich abfotografiert haben. Ja, die Horizon Edition. Und damit haben wir die 300 voll, yay! Und wir kriegen sogar einen Erfolg dafür, das wusste ich gar nicht, Fotograf. Schießen Sie für die for Horizon Promo Blau 300 Fotos. Alles klar, sehr cool, wusste ich gar nicht. Dann habe ich ja doppelt mich dahin gehypt, das so zu machen. So, die Telemetrie, oh, will ich eigentlich ausmachen? wenn man immer die falsche Taste drückt. Telemetrie will ich ausmachen. So. Bevor die Frage wieder aufkommt, weil die immer irgendwie aufkommt, die Telemetrie öffnet man mit Steuerkreuz nach unten, wenn man in den Einstellungen Anna durch Telemetrie ersetzt hat. So. Dass das auch nochmal erklärt wurde. Oder haben wir nochmal, komm, jetzt bin ich im Fototrip. Jetzt mache ich es wieder auf den altmodischen A, dass ich mich nicht verdrück.
Den haben wir nämlich noch nicht. Den 288 GTO. Und damit haben wir 301 von 400, fast 500 Fotos. Gut, wenn jetzt das nächste Carback kommt, nächsten Monat, davon ist auszugehen, dann wären wir über 500 über 500. Nee, gar nicht. Wir kriegen ja nur 7 Fahrzeuge dazu. Halt, dann sind wir immer noch nicht bei über 500. Ja. Aber es wird ja vielleicht auch noch ein Expansion-Pack kommen. Und da werden sicherlich auch wieder ein paar Fahrzeuge drin sein. So, es wurde sich auch explizit gewünscht, dass ich hauptsächlich in der Cockpit-Sicht fahre. Also zumindest jetzt am Anfang in der Serie. Und das kann ich ja verstehen, weil das sieht halt auch schon echt mega abgespaced aus. Und ja, ich muss sagen, ich muss relativieren, ich muss wirklich sagen, das Fahrzeug fährt sich in Horizon echt angenehm. Also sehr gut um die Kurven und so weiter. Das tat es tatsächlich in Motorsport nicht. Es kann natürlich sein, dass sie nochmal grundlegend was verändert haben am Fahrzeug. Könnte man aber auch vorstellen, dass halt einfach dadurch, dass halt Horizon einfach arkadiger ist, einfach halt dadurch dieser negative Punkt auf der Bremse und in den Kurven halt gar nicht so zu Trage kommt. Also ich muss echt sagen, er fährt sich relativ angenehm. Vom Sound müssen wir eh nicht reden. Ah, das ist schon sexy, der Rufmotor hier drin. Also von dem her müssen wir da gar nicht so viel tatsächlich verändern. Aber wir werden was verändern. So, und deswegen gehen wir jetzt noch in die Werkstatt, dass wir das nicht so lange treiben. Und gehen mal rein und gucken wir mal, wie wir das performant den aufbauen können. Was können wir denn da verändern, damit wir das Ganze ein bisschen performanter hinbekommen. Gehen wir erstmal zu den Upgrades. Gucken wir erstmal, was wir denn machen könnten. Wir könnten auf Allrad umbauen. So viel, das habe ich im Vorfeld schon mal geguckt. Das wird vielleicht beim Maximalaufbau zu Trage kommen. Jetzt beim Performanceaufbau eher weniger. Optisch können wir halt diese Forza-Spoiler-Splitterchen machen, was ja sogar ganz okay aussieht, muss man sagen, weil, ich zeige das nochmal kurz, weil das Fahrzeug an sich selber gar keinen Front-Splitter hat und dadurch würde er einen bekommen, was gar nicht so schlecht wäre. Das Problem ist einfach nur halt diese Abschlepplasche, lässt es halt einfach zu motorsporttechnisch aussehen. Wäre das weg, würde ich sogar tatsächlich in Betracht ziehen, das sogar zu machen, weil es optisch dann doch nochmal ein bisschen was hermacht. Aber diese Abschlepplasche, ja, ist dann zu motorsporthaft. Genauso der Heckflügel, meiner Meinung nach, der geht vollkommen klar. Er müsste nur ein bisschen breiter sein. Also das, was das Fahrzeug zu schmal ist, ist es jetzt zu breit, ja, im Verhältnis zum Heckflügel. Der müsste, finde ich, eigentlich bündig zu dem da im Heck sein. Oder beziehungsweise abschließen. Dann wird es eigentlich ganz gut passen. So muss ich einfach sagen, dass in beiden Fällen fällt es halt einfach raus. Ja. So, Reifen. Wir können auf Rennreifen auch mit Beschriftung oder Offroad gehen. Wir können die ganzen Dinge auch breiter machen. 255 vorne bis hin zu 275. Und hinten können wir von 335, was ja schon nicht wenig ist, auf 355er Reifen gehen bei 20 Zoll Felgen. Das ist schon ordentlich. Und ich glaube, in die Richtung werden wir vielleicht auch gehen, würde ich jetzt einmal mal behaupten. Also, oder halt, wir machen tatsächlich die Rennreifen. Das könnten wir eigentlich auch sich überlegen. Ich meine, müssten wir halt, wenn man so viel mehr Grip machen, dann müsste man natürlich am Motor auch ordentlich nochmal aufbohren. Ich meine, wir haben ja nicht wenig Leistung. Wir haben serienmäßig 960 Newtonmeter Drehmoment. Das ist halt schon eine Ansage, ja. Ja, ich würde sagen, komm, das machen wir. Wir sind jetzt nicht hier, um nur so ein bisschen was zu ändern. Wir wollen jetzt mal richtig was ändern. Deswegen gehen wir jetzt auf maximalen Grip, was geht. Und dann passen wir einfach die Leistung an und am Schluss werden wir dann einfach motortechnisch auch nochmal ein bisschen was machen. So, Felgen. Ich finde eigentlich die Serienfelgen schon relativ geil bei dem Fahrzeug, muss ich sagen. Wir gucken mal vielleicht bei den dreiteiligen Felgen, ob da was dabei ist, wo ich jetzt sage, jawohl, es ist auch nicht schlecht, passt auch gut zum Fahrzeug. Müssen wir gerade mal gucken. Da gibt es sicherlich auch ein paar coole Felgen, die zum Teil aber schwerer sind. Also leichtere Felgen finden wir hier nicht. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ich glaube, wir lassen fast die Serienfelgen. Ich finde die eigentlich ganz gut. Die passen einfach irgendwie zu dem Fahrzeug. Auch mit dem Schnellverschluss, der dran ist, machen wir vielleicht 21 Zoll könnten wir vorne machen. Aber das ist dann, finde ich, zu wenig Profil. Also 20 Zoll, also serienmäßig haben wir 19 vorne, dann auf 20, das passt. Und hinten können wir wahrscheinlich von 20 auf 21. Und ich glaube, das machen wir. Das ist, finde ich, dann noch optisch auch völlig vertretbar. Das machen wir so. Wunderbar. Gut, dann bauen wir mal, gucken wir mal weiter. Ich habe gesagt, maximalen Grip, da müssen wir
Das Ding ist schon quasi eingebaut. Wir können Gewichtsreduzierung, können wir noch ein bisschen was machen. Ja, machen wir einfach mal. Da sind wir jetzt auf jeden Fall griptechnisch schon richtig gut unterwegs. Und machen wir mal, weil wir es können, machen wir es jetzt einfach mal rein. Vielleicht wird der Performance-Aufbau auch gleich der Maximalaufbau. Man weiß es nicht, müssen wir gerade mal schnell gucken. Vielleicht können wir am Motor gar nicht mehr so viel machen. Wir können tatsächlich nicht so viel machen. Wobei ich glaube, der Twin Turbo könnte relativ viel rausklatschen. Ja, der macht schon viel aus. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie gehen wir das Ganze an? Ich glaube, wenn man es richtig schön performant haben möchte, würde ich jetzt fast behaupten, wir machen vielleicht hier ein bisschen was, hier ein bisschen was. Und dann hätte sich das vielleicht schon. Vielleicht am Hubraum noch auf einen 4 Liter hoch und dann war es das eigentlich schon. Mehr würde ich da gar nicht machen wollen, weil dann hätten wir 692 kW. Ich rechne das ganz kurz mal um. Dann hätten wir 941 PS und ich glaube, das reicht dann auch vollkommen aus. Und ich glaube, dann wäre es auch performant. Und beim Maximalaufbau würden wir halt einfach noch den Twin Turbo dazu machen, die Ladeluftkühler, Ölkühlung, Schwungscheibe. Wobei die können wir auch jetzt schon mal dazu machen. Das heißt, nur diese drei Teile dazu beim Maximalaufbau und was ich halt vielleicht noch machen würde, wäre der Allrad. Dann hätten wir halt quasi auch nochmal gegeben, dass wir die Leistung auch richtig ordentlich auf die Straße umsetzen können. Das wären quasi die zwei Versionen, die ich heute machen würde. Und die wären sich dann eigentlich relativ ähnlich. Das eine ist eine Heckantrieb-Variante, die nicht ganz so viel Leistung hat, aber halt noch fahrbar ist. Und ich schätze mal, der Maximalaufbau mit Allrad wird dann aber auch noch eigentlich in eine relativ performante Richtung gehen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wir ändern das jetzt oder wir installieren das Ganze einfach mal. Jawohl, das machen wir. Ja, ein Leistungszuwachs von 110 kW, specken aber auch über 100 Kilogramm ab. Nochmal, ja, Semislick-Reifen drauf, breitere Reifen drauf. Damit dürfte das alles in guten Rahmen jetzt verbessert worden sein. Und dann gucken wir mal vielleicht noch bei Design, ob wir da vielleicht was Cooles finden. Vielleicht eine Standardlackierung oder so. Ich muss ja nicht immer, ups, so mega übertrieben sein. Was gibt's denn hier noch? Das ist eigentlich auch eine geile Farbe, ne? Das ist so ein bisschen so ein Blaustich mit drin. So ein bisschen so ein, nicht lila, nicht pink, so, hat einen bestimmten Namen, mir fällt es nicht ein. Ist aber auch egal. Orange können wir noch. Oh, das Blau ist auch sexy, muss ich sagen. Weiß gibt's noch. Grau, schwarz. Blau, das hat was, muss ich wirklich sagen. Das Blau hat auch was. Das Orange hat auch was und das hat auch was. Das hat alles was. Ich glaube, ich nehme mal so ein Blau. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal so ein Blau. Einfach gar nicht lang machen, einfach nehmen. Und dann fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen, nur ein bisschen fein einstellen das Ganze und dann werden wir das Ganze einfach mal auf die Teststrecke entführen und dann gucken wir doch einfach mal, wie sich das Ganze so fährt, ja? Und da bin ich dann mal gespannt. Dam, da, dam, so und zurück. Ja, wenn das Auto ein bisschen breiter wäre, das wäre echt, das würde echt böse aussehen. So echt so breit wie ein Aventador oder sowas, dann wäre das echt sexy. Muss man sagen. Aber daran störe ich mich tatsächlich ein bisschen an dem Design, dass es halt einfach ein bisschen schmal ist und dadurch sehr hoch wirkt. Ja, Bums ist jetzt auf jeden Fall mehr als genug da. Das merkt man direkt. Aber durch die breiten Hinterreifen, durch die entsprechend bessere Mischung. Geht es schon ganz gut nach vorne. Ja, da geht schon ganz gut um die Ecken. Also performant ist das jetzt auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen mehr in Grip investiert, anstatt wir Leistung reingeballert haben. Und das merkt man auch. Also man kann hier schon ganz gut durchprügeln, ohne dass wir jetzt was eingestellt haben. Das machen wir jetzt gleich noch. Die Basis ist schon mal relativ gut. Spaß zu fahren. Und hier können wir noch mal ein paar Fotos machen. Ja, ich mache es wieder auf den altmodischen Weg, nicht über den Shortcut. So, ein Shelby und ein Mustang Boss. Das ist ja hier Klassentreffen. Oh, das Foto sieht sogar relativ geil aus gerade, ne? Nochmal zurück. Das sieht sogar relativ geil aus, wenn man das so irgendwie so vielleicht doch so macht.
hat irgendwie was gehabt gerade eben. Vielleicht hätte ich jetzt den Winkel und alles nicht so ändern sollen. Aber hat er gerade irgendwie was. Flammen sind jetzt ein bisschen zu extrem. Naja, geil, ich gehe mal raus. Nee, finde ich gar nicht schlecht, so wie sich das Fahrzeug jetzt gerade fährt. Ein bisschen kommt der Arsch rum, ist aber, denke ich, bei der Leistungsklasse völlig in Ordnung. Nö, gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ich würde sagen, von der Zeit, ja, machen wir ein ganz kurzes Rennen. Irgendwas gerade in der Nähe ist vielleicht. Ja, ist noch was in der Nähe, fahren wir einfach mal schnell hin. Ich stelle aber mal ein bisschen kurz jetzt was ein, noch schnell, 0815 Setup, um das Ganze ein bisschen hinzubekommen. So, hinten vielleicht ein bisschen. So, Getriebe lasse ich vorerst mal. 2,7 Sekunden mit Heckantrieb, ist das auf jeden Fall eine Ansage. Hier gehen wir ein bisschen mehr rein. Das machen wir so. So, Stabis sind schon relativ weich, das lasse ich auch fast mal. Extrem weiche Federn, krass. Das ist krass, das nimmt mich jetzt echt wunder ein bisschen, dass er so weiche Federn hat, dass er so weich allgemein abgestimmt ist. Das nimmt mich jetzt echt wunder. Ist es wirklich die Serie, dass es so ist? Oder habe ich jetzt aussehen doch das Offroad-Fahrwerk eingebaut? Ich glaube aber nicht, oder? Wobei das Ding hier auch so hoch liegt, das nimmt mich jetzt gerade wunder. Moment mal. Kann man das nicht hier so zurücksetzen? Moment, ich mach mal Standard-Tuning, ja. Nee, das ist serienmäßig echt so komisch eingestellt. Okay, das nimmt mich jetzt wunder, weil ich finde es schon relativ arg weich eingestellt für das Fahrzeug, aber ja, geil, gucken wir mal. Also ich stelle es nochmal hier um. So. Das lassen wir mal, aber das finde ich schon heftig. Also da mache ich mal ein bisschen mehr. Nicht viel. Bisschen machen wir da. Und das legen wir auch mal ein bisschen tiefer. Komplett, soll ja auch noch fahrbar sein. Die Federn müssen ja auch noch Federweg haben. Ja, das ist auch extrem weich eingestellt. Dann gebe ich auch mal ein bisschen mehr. So. Bremse lassen wir erstmal. Diff machen wir auch nicht so krass. So, übernehmen wir das Ganze mal. Ah, der Königseck, der kickt uns weg. Gut, jetzt hier durch den Schotter, das hilft jetzt nicht, das zu testen. Aber im Rennen können wir das jetzt gleich nochmal richtig schön testen. Im Fahrwerk her. Es könnte sein, dass wir vielleicht die hinteren Dämpfer doch nochmal ein bisschen im Verhältnis weniger machen müssen, weil wir halt einfach auch einen Leistungszuwachs hatten. Und ja, da müssen wir jetzt mal gucken. So. Das nicht passt. Anschlag beidrehen, Fanrennen, Hypercars, machen wir mal. Das ist jetzt, das muss man jetzt mal ausprobieren, wie sich das jetzt so verhält. Zumal wir haben jetzt den Federweg verringert. Wir haben das Ganze natürlich verhältnismäßig ein bisschen härter gemacht. Das sollte eigentlich schon mal ganz gut passen. Jetzt gucken wir einfach mal, wie sich so verhält jetzt im Extremtest im Vergleich zur Konkurrenz. Ja, Kurvenspeed ist schon echt gut. Er liegt auch relativ stabil in den schnellen Kurven. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt den Anker schmeißen. Da mogelt sich der LaFerrari dazwischen.
Ich muss gerade mal gucken, wo geht's denn hier über lang? Hier geht's lang. Oh, jetzt habe ich den Heiling-Punkt verpasst. Scheiße. Ja, vor lauter jetzt in der Telemetrie rumgucken, baue ich jetzt natürlich noch größeren Scheiß. Aber das ist jetzt auch egal, das Ergebnis bockt jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja das Auto gut einstellen. Passt schon mal ganz gut. Ja, komm ein bisschen ans Limit, kommt da schon. Ja, der andere Lycan hier, der ist irgendwie immer im Weg. Das kann der ganz gut. Oh. Ich war gerade echt. Ich gucke halt gerade mehr auf die Telemetrie anstatt auf die Strecke. Das ist gerade nicht so unbedingt schlau. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Hand anlegen. Das gefällt mir noch nicht so ganz perfekt. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen am Fahrwerk. So, das Ergebnis ist erstmal egal. Hätte man natürlich gewinnen können vielleicht. Oder Zweiter auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt mehr aufs Fahren anstatt auf die Daten konzentriert hätte. So, wir haben Stufe 400 erreicht. Yeah! Und wir kriegen dafür 50.000 Credits. Wow, was für ein Verdienst für diese Stufenaufstieg hier. So, was wir machen können, ist auf jeden Fall, dass wir den Dämpfer hinten, das muss man gerade mal schnell gucken. Wir müssen vorne auf jeden Fall, das passt mal auf, das kriegen wir hin. Also wir werden hinten auf jeden Fall noch ein bisschen das Ganze härter machen. Vorne aber auch sogar in etwas höherem Verhältnis. So, das machen wir auch ein bisschen höher. Dann werden wir das Gesamt bisschen erhöhen. Vorne auch einen Ticken mehr. Und hier werden wir das hinten auch nochmal Ticken erhöhen. Ja, vielleicht gar nicht so viel. Wobei doch. Und das aber im Verhältnis deutlich mehr. So, sollte einfach mal vielleicht mal so vom Gefühl her. Und dann dürfte das eigentlich schon ganz gut passen von den Stabis. Ja, die sind schon relativ. Ja, doch, ich lasse die jetzt mal so. Kommt der Regen dazu, ein ganz extrem Test hier. Dass ein bisschen der Arsch rumkommt, ist ja einfach normal. Ich meine, wäre auch komisch, wenn nicht, bei so viel Leistung auf der Hinterachse. Aber es muss sich halt sicher anfühlen, angenehm fahren. Ja, auf was achte ich jetzt hier genau? Und das vielleicht mal zu erklären. Also hier ist jetzt halt wichtig, ich muss gucken, man hat ja hier den Federwegausschlag. Und da muss man gucken, dass das nicht ins Extreme läuft. Dass es halt nicht drüber hinaus läuft, sowohl nicht negativ als auch positiv. Dass das im gesunden Rahmen ist, dann genauso auch. Man sieht ja immer dieses Hoch und Runter, dieses quasi wie die Federn versuchen, die Bodenwellen auszugleichen, wie die Dämpfer natürlich dieses Wabbeln auch reduzieren sollen. Ja, weil wenn eine Feder, wenn jetzt eine Feder zusammenstaucht, dann federt die ja nach, dann mache ich so wum, 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 wum. Dafür sind ja die Dämpfer zuständig, dass das reduziert wird. Allerdings darf es auch nicht zu hart sein. Es soll ja auch dieses wo, 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 wo machen, aber halt in einem gewissen Rahmen. Es darf nicht zu extrem machen. Und das kann man hier in dieser Telemetrieansicht wunderbar nachschauen, wie inwieweit es das Fahrzeug das denn macht, in welchem Rahmen es denn macht. Und was halt extrem auffällt bei dem Fahrzeug, ist auf jeden Fall, dass wenn die Gewichtsverteilung vorne extrem wäre, das heißt, wenn wir zum Beispiel auf eine Steigung zufahren, oder wenn wir quasi eine Steigung hinunterfahren, ist die vordere Achse bewegt sich da extrem, aber noch im Rahmen. Ja, und das ist dann auch okay.
hier kann man natürlich auch ein bisschen gucken, wie sich das Ganze auf die Stabis verhält. Also so passt jetzt eigentlich ganz gut. Also auf der Basis könnte man jetzt aufbauen. Wenn man jetzt noch tiefer ins Detail gehen möchte, dann baut man jetzt quasi auf diesem Setup auf und versucht dann die Fahreigenschaften nochmal zu verbessern. Nochmal, wie ist die Einlenkreaktion, wie ist die stationären Kurvenfahrt, solche Dinge eben. Die würde man jetzt versuchen dann anzupassen auf den eigenen Fahrstil vor allem. Und das würde ich jetzt aber sagen, machen wir nicht. Das geht dann zu tief ins Detail und vor allem würde es den Rahmen dieser Folge sprengen. Und irgendwie bin ich heute nur am Sachen abcrashen. Beziehungsweise andere Leute fahren mir ja die ganze Zeit auch davor. Ja, aber ich finde, so vom Ding her fährt sich das jetzt ganz angenehm. Gerade bei den hohen Geschwindigkeiten liegt das Fahrzeug schon ganz gut hier. Ich würde jetzt sagen, aus diesen engeren Kurven raus. Ah, da ist gar keine Rechtsabbiegung. Hier ist eine Linksabbiegung. Nehmen wir die vielleicht mal. Passt es schon ganz gut. Also ich würde sagen, das lassen wir so. Ich speichere das Ganze einfach auch mal ab. Ja, dann könnt ihr das einfach selber mal auschecken. So, speichern. Zack. Und dann machen wir einfach TWIF. Und nennen das einfach mal PER für Performance. Das ist nämlich der Performance-Aufbau. Den Maximalaufbau machen wir gleich noch. Aber da haben wir schon mal eine gute Grundbasis. Auch wenn man sagen muss, wenn wir jetzt beim Maximalaufbau auf Allrad gehen, dann ist es natürlich so, dass beim Allrad natürlich die Fahreigenschaften hier nur komplett geändert werden müssen, weil, ja, wenn man einen Heckantrieb auf Allrad umbaut, dann sind die Fahrwerkseinstellungen meistens, muss man komplett nochmal anders angehen. Ich würde sagen, wir gehen auf die Teststrecke. Ich lasse euch einmal mit vollem Sound und der vollen Action alleine und gemeinsam gucken wir uns dann einfach mal die Zeit an, wie das Fahrzeug da so performt hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Gut, dann bis gleich. Viel Spaß. Thank you.
Jo, ich würde mal sagen, das Ding hat bewiesen, dass es ordentlich Tempo machen kann. Es fährt sich auch sehr, sehr gut. Hier und da muss man ein bisschen aufpassen bei den Bodenwellen, die wir hier auf der Teststrecke haben. Aber ja, das liegt auch daran, dass wir natürlich immer noch einen Heckantrieb haben. Ja, das heißt, da muss man natürlich immer ein bisschen auf der oder ein bisschen vorsichtig sein. Aber für diese Leistungsklasse, muss ich sagen, fährt sich das Ding richtig, richtig gut. Also ich denke mal, wir haben da auf jeden Fall ein performantes Setup hingekriegt in dieser Folge. Natürlich können wir jetzt nochmal im Feintuning das nochmal alles ein bisschen verbessern und nochmal ausgiebiger testen, nochmal vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei Stunden Arbeit reinstecken, um das nochmal perfektionieren. Aber ich finde, das ist schon sehr, sehr gut und ich lade da auch jeden herzlich dazu ein, das einfach mal selber zu testen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken auf die Zeit und da steht eine 3.5.9.2. Wir ziehen die 20 Sekunden, die wir natürlich am Start immer abwarten, wieder ab und damit kommen wir auf eine 2.45.9.2.0. Und wir gucken auf unsere Bestenliste und da müssen wir ziemlich weit oben schon gucken und damit sind wir schneller als ein Ultima GTR 720 und ein Tickchen langsamer, ja gut, anderthalb Sekunden langsamer als der Lamborghini Gallardo auf Stage 2 getuned. Und ja, ich würde aber sagen, vom Leistungsindex und so weiter passt es schon ganz, ganz gut, dass wir da uns so einsortiert haben. Also ich würde sagen, das ist doch ein ordentlicher Aufbau. Das Fahrzeug macht doch auf jeden Fall Lust auf mehr. Und wie gesagt, alles mit Heckantrieb. Das ist doch auf jeden Fall ein Spitzenwert. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Würde ich zumindest mal jetzt nicht sagen. Ja, gehen wir raus, gehen wir zurück. Normalerweise würde ja jetzt ja noch der Maximalaufbau anstehen. Das habe ich euch ja angekündigt. Allerdings, wenn wir jetzt so auf die Folgenzeit achten, sind wir eigentlich schon wieder raus. Ja, also wir sind eigentlich am Ende und deswegen würde ich die Folge auch ganz gerne beenden. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem den Maximalaufbau euch geben, zumal ich den selber auch gern testen würde. Einfach da nochmal ein bisschen mehr Leistung rein, dann den Allrad mit dazu. Ich glaube, das könnte nochmal eine ganz interessante Kiste werden, vor allem dann auch auf der Teststrecke, wie das Fahrzeug dann auch mit Allrad so funktioniert. Allerdings müssten wir, wenn wir das Ding auf Allrad umbauen, denke ich, nochmal einiges einstellen am Fahrzeug. Und deswegen, das würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Deswegen machen wir das einfach so. Ich bin raus mit dieser Folge. In der nächsten Folge habe ich schon was anderes geplant. Also in der nächsten Folge werdet ihr was anderes sehen. Und dann aber in der übernächsten Folge werden wir wieder zurückkehren zu diesem Lycan Hypersport und werden dann den Maximalaufbau zusammen tun. Werden vielleicht ein paar mehr Rennen fahren, wie jetzt in dieser Folge. Ich denke mal, beim Maximalaufbau müssen wir ja nicht lange überlegen, was wir einbauen. Da bauen wir einfach alles ein, stellen ein bisschen ein paar Sachen an, ein und können dann vielleicht auch ein bisschen Renn-Action machen. Vielleicht können wir auch mit dem performanten Tuning, was wir jetzt hier haben, noch ein, zwei Rennen fahren, bevor wir uns dann dem Maximalaufbau widmen. Ja, ich würde einfach sagen, lass dich überraschen in der nächsten Folge. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und beziehungsweise in der übernächsten Folge, in der nächsten Folge wird etwas anderes kommen. Ja, ich bin raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal würde ich einfach mal sagen, bis dann. Ciao!